Plötzlich war er Kaiser. Die Truppen hatten ihn dazu ausgerufen. Doch was würden die Kollegen seines gerade verstorbenen Vaters dazu sagen? Herzlich willkommen zu Konstantin, Kaiser der Sonne, heute mit der zweiten Folge, die Märtyrer. Wir wollen uns eine besonders intensive Zeit in der Weltgeschichte, in der Geschichte des Christentums und auch im Leben von Konstantin gemeinsam anschauen. Wir haben das letzte Mal aufgehört im Juli 306 in York, in Britannien. Dort ist Konstantin zum Kaiser ausgerufen worden, nachdem sein Vater Konstantius Chloros plötzlich verstorben war. Damit war die Alte Tetrarchie, die zweite Tetrarchie, die gerade erst ein Jahr zuvor ähm, entstanden war, schon wieder aufgesprengt. Damals waren ja Constantius und Galerius als Augusti, als Hauptkaiser aufgerückt. Jetzt war Constantius tot. Und die Frage stand im Raum: Würde Konstantin jetzt einfach sofort an dessen Stelle treten? Würde er als Augustus gelten? das hat sich konstantin so gedacht und entsprechend sich auch so genannt allerdings waren wohl auch die truppen nicht völlig dieser meinung denn interessanterweise sagt uns die anonym verfasste Origo constantini sein vater constantius aber starb in eboracum nach einem sieg über die pikten und konstantin wurde von allen soldaten einstimmig zum caesar erhoben. Es war also durchaus nicht so klar, ob er nun Caesar oder Augustus sein sollte. Für Konstantin war das erstmal ganz sonnenklar. Er wollte Augustus sein und so hat er sich auch bei Galerius, dem anderen noch verbliebenen Hauptkaiser, dem Augustus vorgestellt. Der war natürlich um es mal etwas salopp zu sagen, not amused. Der hat das nicht besonders gut gefunden, hat aber Konstantin als Herrscher, als Mitherrscher akzeptiert. Hat ihm auch entsprechend den Purpur gesandt. Ähm, der das purpurne Gewand war das Zeichen eigentlich aus alter grauer Vorzeit der Könige und jetzt in diesen Jahrhunderten das Zeichen der Kaiser. Es war nicht ohne Bedeutung, dass Galerius ihm den Purpur sandte. Er wollte ihm damit deutlich machen, nicht die Truppen in York, sondern ich mache dich zum Kaiser. Du bist jetzt Teil der Tetra Tetrarchie. Und Galerius hat ihn als Caesar berufen, nicht als Augustus. Entsprechend musste einer der anderen beiden äh, Cäsaren jetzt aufrücken. Und das war der... Severus, den wir letztes Mal schon kurz kennengelernt haben, diesen Trinker, der jetzt neben Galerius aufrückte auf das Amt des Augustus. Konstantin war jetzt also Caesar und hatte seinen Herrschaftsbereich in Britannien und in Gallien. Er war noch relativ unerfahren, weil er ganz frisch erste jetzt an der Herrschaft und jeder Herrscher hatte damals Lobredner, die am Hof äh, sehr schwülstige Reden hielten. Bei Konstantin war jetzt am Anfang so ein bisschen das Problem, er hatte noch eigentlich gar nicht wirklich etwas geleistet. Was sollte man jetzt an ihm loben? Man merkt so ein bisschen an dieser Lobrede, dass der Redner etwas verzweifelt auf der Suche war nach Dingen, die man dem äh, Konstantin lobend anhängen konnte. Es heißt hier die Tapferkeit jenes Herrschers, deines Vaters O oh Konstantin, hast du schon in deiner Jugend erreicht. Viele tausend Franken, die in die Länder diesseits des Rheins eingedrungen waren, hat jener getötet, gefangen und vertrieben. Du aber hast allein durch die Furcht dem wankelmütigen Volk feste Bande angelegt. Dein Vater hat die britannischen Länder vom Tyrannen befreit. Du aber hast sie in den Adelstand erhoben, indem du dort deine Herrschaft angetreten hast. Jener hat zahllose barbarische Banden durch Siege bezwungen und danach durch Milde zum Frieden gebracht, dir aber fehlt es sogar, da alle Feinde schon aus Furcht vor deiner Tatkraft niedergehalten werden, am bloßen Gegenstand für einen Sieg. Deine Reife, schließlich ist so groß, dass du, obwohl dir dein Vater das Imperium vererbt hat, bescheiden mit dem Titel eines Caesar zufrieden warst, weil du darauf warten wolltest, dass jener Mann, also der Maximian, ähm der einst deinen Vater zum Augustus erhob, auch dich mit diesem Rang bekleiden würde. Das war natürlich alles etwas ähm, gelobhudelt und nicht so ganz wahr. Insbesondere, dass Konstantin ganz bescheiden allein mit dem Cäsartitel zufrieden gewesen ist. Aber Lobredner hatten ja nicht die Aufgabe, die Dinge wahrhaftig darzustellen. Eine Sache hat aber Konstantin gleich sofort umgesetzt und das ist wichtig für unser Thema. Er hat nämlich das Christentum sehr gut behandelt. Sobald er Kaiser gewesen ist in seinem Herrschaftsbereich, hat er dort, wo er die Verantwortung trug, in Gallien und in Britannien, das Christentum toleriert und damit die Verfolgung der Christen auf seinem Gebiet beendet. Und äh, schon Konstantius Chlorus hatte ja, wie wir letztes Mal gesehen haben, nur das erste der vier Edikte Durchgesetzt, also die Zerstörung von Kirchen und die Einsammlung von Gütern. Die späteren, schwereren Verordnungen wurden dort im alleräußersten Westen nicht durchgesetzt. Aber Konstantin hat auch diese Verordnung, diese, diese Erst, dieses erste Dikt zurückgenommen und auch allen Christen ihre konfiszierten Güter wieder zurückgegeben. Damit waren Christen unter seinem Herrschaftsbereich jetzt wieder ganz freie Menschen. Währenddessen hat sich Galerius. Feinde gemacht, indem er die äh, fiskalische Schraube noch mehr angezogen hat. Er hat große Städte, die bisher steuerfrei gewesen waren, das römische Steuersystem war nämlich durchaus auch ein bisschen willkürlich, es gab viele Privilegien und große Städte hatten oft solche Privilegien. Galerius wollte mit dem ein Ende machen, er wollte von überall so viel Steuern wie möglich abschöpfen und hat die großen Städte des Ostens auf die Steuerlisten gesetzt. Das hat natürlich zu großen Protesten geführt, massive Proteste, die er dann mit brutaler Gewalt niederschlagen ließ, was zu Exekutionen geführt hat. Er hat sich sogar dazu verstiegen, die Stadt Rom selbst besteuern zu wollen. Das war ein absoluter Schock für die Römer. Die waren es gewohnt, dass überall sonst Steuern aufgetrieben worden sind, damit es in Rom genügend Getreide gibt. Denn Rom war ja die Herren der Welt und keine Dienerin. Seit Jahrhunderten war das eine völlig unvorstellbare Idee, dass in Rom selbst Steuern gezahlt werden sollten. Als jetzt die Steuereintreiber vor den Toren Roms erschienen, waren die Römer außer sich. Sie wussten gar nicht, was in diesem Galerius. Ähm, gefahren war und es war kein Wunder, dass jemand diese Gelegenheit nutzte zum Putsch. Sein Name war Maxentius und Maxentius war der Sohn von Maximian, der ja gerade erst vor kurzem als Augustus zurückgetreten war. Maxentius hielt sich ohnehin in der Nähe von Rom auf und nutzte jetzt die Gelegenheit der römischen Unzufriedenheit zum Putsch. Er wollte ganz bewusst an die alten römischen, an die stadtrömischen Traditionen anknüpfen. Rom war ja in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, etwas in Vergessenheit geraten, politisch. Kulturell war es immer noch das Zentrum, aber die Kaiser residierten schon seit langem nicht mehr in Rom. Geschweige denn, dass irgendjemand von den Kaisern aus Rom gekommen wäre. Maxentius wollte es ein bisschen umkehren, er nannte sich bewusst Prinkeps, in Anlehnung an den ersten großen Kaiser an. Octavian an Augustus und der verfolgte eine ganz betont stadtrömische Politik. Auch Maxentius hat das Christentum, sobald er an der Macht war, toleriert und die Verfolgung gestoppt. Damit war jetzt der ganze Westen des römischen Reiches frei von Christenverfolgung. Allerdings hat Maxentius nicht die konfiszierten Güter wieder zurückgegeben, wie Konstantin in seinem Bereich sondern die kirchen in italien zum beispiel wo ja sein gebiet jetzt gewesen ist hatten dadurch doch einen relativ hohen materiellen schaden der aus der verfolgung entstanden war diese verfolgung war im osten natürlich weiterhin ganz intensiv präsent sie war ja ohnehin schon ähm, seit den tagen von galerius und diokletian im osten sehr viel schärfer und stärker gewesen und galerius der immer noch herrschte war ja ein großer Fanatiker und Feind der Christen gewesen. Und Maximin Daya, der Cäsar, der ganz im Osten regierte, hat diese Verfolgung dann sogar noch forciert. Er hat die Steuerlisten benutzt, die Galerius gerade aufgestellt hatte, um die Städte zu besteuern, um somit systematisch die Christen überall an allen Orten aufspüren zu können. Also eine ziemlich systematische, ähm, ein ziemlich systematischer Versuch, das Christentum, Auszurotten. Maximin Daya hat auch äh, Überlegungen angestellt, warum das Christentum bis dahin so erfolgreich gewesen ist. Und er hat festgestellt, dass das unter anderem auch an der Struktur der Kirche ähm, lag. Es gab nämlich eine ganz feste, durchaus hierarchische äh, Organisation. Und Maximin Daya hat versucht, das Ganze zu kopieren und eine solche hierarchische, quasi Kirchenstruktur für das Heidentum aufzubauen. Um diesem gut organisierten Christentum etwas entgegenzusetzen. Die Idee, dass das Christentum organisiert war und eine Einheit bildete, kommt ja aus der Bibel selbst. In Epheser steht: Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und ein Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Ein Leib, das ist in biblischer christlicher Sprache, die Idee für eine Gemeinde, eine organisierte Gemeinde unter Christus. Und diese organisierte Gemeinde hatte verschiedene Gaben, verschiedene Ämter, verschiedene Aufgaben wie hier weiter im Epheser 4 zu finden ist. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das ist, wie gesagt, die Gemeinde, die Kirche, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Die Christen jener Tage hatten sich sehr daran gehalten, Einheit zu bewahren. Es war nicht immer in jedem einzelnen Fall gelungen. Wir werden spät in dieser Serie auch noch auf manches eingehen. Aber im Großen und Ganzen war die Christenheit gut organisiert und daher in der Lage, auch den schwersten Verfolgungen zu trotzen. Organisation und hierarchische Struktur waren für die frühen Kisten kein Widerspruch zum Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und zum persönlichen Glauben an den Erlöser Jesus Christus. Diese Verfolgung, die jetzt auch unter Maximin Daya und Galerius über sie ergoss, sich ergoss. War furchtbar. Es gab eine, 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 eine Vielzahl an, an Todesopfern. Wir werden im Laufe dieses äh, Themas noch einige Geschichten äh, kurz hervorheben, die insbesondere Eusebius in äh, Caesarea in Palästina erlebt hat und aufgeschrieben hat. Die Christen konnten Trost fassen aus den Worten der Bergpredigt. Jesus hatte ihnen gesagt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Diese Christen waren nicht die ersten Gläubigen, die aufgrund ihrer Überzeugung, dass Gott sie liebt und sie erlöst und sie deswegen ihm allein treu sein wollen, aufgrund dieser Überzeugung verfolgt worden sind. Sie waren auch leider. Nicht die letzten. Das Thema Christenverfolgung ist ja ein Thema, das bis in unsere heutige Zeit aktuell ist. Die Christen damals hatten in den Schriften des Alten und des Neuen Testamentes viel Trost und die Gelegenheit, sich dort zu stärken. Sie lasen vor allem von Jesus Christus selbst, der ebenfalls verfolgt worden ist, der durch römische Soldaten an ein Kreuz genagelt worden ist. Und von dem es heißt hier in 1. Petrus 2, Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, dr drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Jesus hat sich an seine eigenen Worte, die andere Wange hinzuhalten, gehalten. Auch dann, als es sehr übel um ihn stand, als er angeklagt wurde, als er ausge Wurde, als er angespuckt worden ist, ja, als Jesus zum Tod verurteilt worden ist und einen grausamen und schmerzhaften Tod gestorben ist. In Lukas 23 lesen wir seine Worte: Vater, das heißt, Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun am Kreuz von Golgatha offenbarte sich eine Liebe selbst für die Feinde, die ganz außergewöhnlich ist und in dieser Form absolut einzigartig. Eine Liebe, die auch 300 Jahre knapp später die Menschen, die davon Lasen daran glaubten in ihren Band zog, eine Liebe, die sie erfüllte und die sie dazu befähigte, ähnliche Wort und eine ähnliche Geisteshaltung an den Tag zu legen. In Offenbarung 12 von dort Vers 11 heißt es und sie haben ihn das ist der Satan, der Teufel überwunden um des Blutes des Lammes, also um den das was Jesus am Kreuz für den Menschen getan hat und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Man nennt jene gläubigen dieser Zeit, die mehr Türe. Und Märtyrer kommt vom griechischen Wort für Zeugnis geben. Sie waren ein Zeugnis für alle um sie herum, dass die Liebe Gottes für sie so wichtig war und solch eine Freude und Kraft ihnen gab, dass sie nicht einmal bereit waren, wenn, es, wenn sie dem Tod in das Angesicht schauten, nicht einmal dann bereit waren, sich von Gott zu trennen. In demselben Buch der Offenbarung war prophetisch vorhergesagt worden, dass es eine solche schwere Verfolgung geben würde. Wir haben schon in der letzten Folge kurz das notiert. In Offenbarung 2, Vers 10 heißt es, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu, bist in den Tod, so werde, werde ich dir die Krone des Lebens geben. Die Offenbarung ist eines der prophetischen Bücher der Bibel, wo also Weissagungen, Vorhersagen für die Zukunft getroffen werden. Und ein Schlüssel, um solche Zeitprophezeiungen zu verstehen, findet sich im Alten Testament in Hesekiel 4, Vers 6, wo es heißt, je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen, also zehn Tage würden dann also zehn Jahren entsprechen. Weil das Christentum im Westen zumindest jetzt wieder toleriert war, konnte auch die Kirche in Rom einen neuen Bischof wählen. Und dabei zeigte sich, dass es unter den Christen zwei Gruppen gab. Diejenigen, die der Meinung waren, dass man alle diejenigen, die in der Verfolgungszeit schwach geworden waren, Schriften übergeben hatten, vielleicht den Glauben aufgegeben hatten, dass man die nie wieder in die Gemeinschaft der Christen aufnehmen sollte. Andere waren der Meinung, man sollte das durchaus tun, man sollte ihnen vergeben. Der neue Bischof von Rom, der neue Gemeindeleiter, Marcellus, war von der strikten Sorte und hat ähm, alle, äh, alle Zeugnisse von seinem Vorgänger, von dem wir letztes Mal gesehen haben, dass er sogar Bibeln ausgeliefert hatte, verbannt. Das hatte zur Empörung in der Kirche geführt und es gab jetzt, obwohl die Verfolgung vorbei war, einen Streit in der römischen Kirche, der sogar blutig auf den Straßen Roms ausgetragen worden ist. So schlimm, es hat... Tote gefordert, dass dann Maxentius, der heidnische Kaiser, den neuen römischen Gemeindeleiter aus Rom verbannen musste. Januar 307 hat Maxentius neue Konsuln ernannt, und zwar interessanterweise hat er den Maximin Daya bestätigt. Und auch den Galerius ernannt, allerdings anstelle des, des vorgesehenen Severus. Severus war, wie wir gesehen haben, der eigentliche Augustus für den Westen und mit dem war natürlich Maxentius als derjenige, der sich an die Macht geputscht hatte in Rom im Widerstreit. Indem er allerdings Galerius als äh, Konsul ernannt hat, hat er offensichtlich versucht, doch irgendwie Teil dieser Tetrarchie zu werden. Währenddessen war Konstantin in Gallien und hat als Caesar dort die Grenzen gesichert, hat einige Militäraktionen gegen die Franken durchgeführt. Wie wichtig die gewesen sind, ist äh, zum Teil umstritten. Wir wissen allerdings, dass er zwei Anführer, Askarik und Merogeisus, gefangen genommen hat und in Trier den Tieren hat vorwerfen lassen. In dieser Zeit hat er sich auf seinen... Münzen immer wieder mit dem Kriegsgott Mars abbilden lassen. Er wollte also irgendwie äh, einen besonders kämpferischen und militärischen Eindruck Hinterlassen. Währenddessen hat Severus jetzt genug gehabt von dem Putsch in Rom und wollte gegen Rom ziehen, um jetzt in seinem Herrschaftsbereich wieder für Ordnung zu sorgen. Er hat allerdings wenig Rückhalt in der Armee. Das lag daran, dass viele seiner Soldaten unter Maximian gedient hatten dort im Westen und jetzt wenig Lust hatten, gegen dessen Sohn Maxentius Krieg zu führen. Derweil ging die Verfolgung der Christen im Osten unvermindert weiter. Am 20. November 306 war der Geburtstag von Maximin Daya gewesen und er hatte eine große Veranstaltung in der Arena geplant. Ein Christ mit Namens Agapius wurde gemeinsam mit einem Mörder in die Arena gebracht. Maximian hat dann als milder Kaiser den Mörder begnadigt und auch dem Christen Agapius die Gelegenheit gegeben, freizukommen, wenn er bereit sei, sich von Gott loszusagen. Agapius hat das abgelehnt. Und so wurde er einem Bären vorgeworfen, der ihn übel zerfleischt hat. Allerdings ist Agapius nicht gestorben. Er hat diesen äh, schweren Kampf mit dem Bären überlebt. So hat man ihn am nächsten Tag in das Meer geworfen mit Steinen an den Füßen. Es war im Anfang des Jahres 307, dass Maxentius auf eine interessante Idee kam, nämlich seinen Vater Maximian, der ja abgedankt hatte, oder vielleicht könnte man noch sagen, abgedankt wurde, wieder einzuladen, ebenfalls Kaiser zu werden, und zwar Augustus. Der Vater Maximian war hellauf begeistert und nahm das Angebot sofort an, und dadurch wurde es jetzt noch unübersichtlicher, denn jetzt gab es zwei reguläre Augusti, nämlich Galerius und Severus und zwei, die eigentlich jetzt sich selbst an die Macht geputscht hatten, nämlich Maximian und Maxentius, plus den beiden Caesares Maximin Daja und Konstantin. Severus wollte dem Ganzen natürlich jetzt ein Ende machen und war mit seiner Armee nach Rom gezogen, aber wie schon erwähnt, waren viele Soldaten eher bereit für Maxentius zu kämpfen als für Severus und haben entsprechend Severus desertiert, die Armee desertiert, sind übergelaufen zu Maxentius. Der Severus musste am Ende sogar fliehen, ist nach Ravenna gegangen, eine Stadt, die eigentlich uneinnehmbar war, weil nämlich im Osten das Meer war und im Westen äh, Sümpfe, die man äh, schwer nur halt durchqueren konnte. Maximian, der gerade jetzt wieder neu Kaiser geworden war, hat sich nach Ravenna aufgemacht und hat den Severus aus der Stadt gelockt. Möglicherweise mit ein paar Versprechungen die er dann prompt nicht gehalten hat und ihn gefangen gesetzt hat. Und Severus, amtierender Kaiser, wurde jetzt eingekerkert in Tres Tabernae. Eine weitere Geschichte aus Caesarea ist die Geschichte von der Jungfrau Theodosia aus Tyros. Sie wurde gefangen genommen, weil sie sich während eines Gerichtsverfahrens mit angeklagten Christen unterhalten hatte. Da waren also Christen, die wurden ihres Glaubens wegen angeklagt, waren vielleicht kurz davor, Märtyrer zu werden und diese Theodosia war gerade gegenwärtig und hat mit den Christen gesprochen und man hat Verdacht geschöpft, man hat sie aufgefordert, das war immer die Testfrage, man hat sie aufgefordert zu opfern und da hat sie sich geweigert. Sie war also Christin und man hat sie dann gefoltert und zwar schlimm gefoltert. Dabei hat sie so die Berichte eine solche Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit gezeigt, dass der Stadtpräfekt Urbanus außer sich geraten ist und nicht verstehen konnte, wie eine junge Frau unter Qualen solch einen Frieden im Herzen haben konnte. Man hat sie dann kurzerhand ins Meer geworfen, wo sie gestorben ist. An ihrer Geschichte kann man die Erfüllung dieses Bibelferses sehen. Philippa 4, Vers 7 sagt, und der Friede Gottes, der allen versteht, Übersteigt. Wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Maxentius hat dann ähm, verärgert durch den Angriff von Severus und äh, die Tatsache, dass natürlich dieser Angriff von Severus von Galerius auch unterstützt gew äh, gewesen ist, das Konsulat von Galerius und Maximin da ja annulliert. Und das bedeutet natürlich einen offenen Bruch, auch Konstantin hat äh, zu diesem Zeitpunkt eigene Konsuln in Gallien ernannt, was zumindest mal diplomatisch ausdrücken sollte, dass er durchaus mit Maxentius und Maximian sympathisierte. Für Galerius war das Ganze natürlich unannehmbar. Er hatte zuerst noch zu tun an der Donaufront, wo er selbst seinen Herrschaftsbereich hatte. Nachdem er dann über die Sarmaten gesiegt hatte, war er endlich frei, um die Sache mit Maxentius selbst in die Hand zu nehmen. Es war jetzt ein regelrechter Bürgerkrieg sozusagen, äh, in dem wir uns äh, befunden haben. Er wollte jetzt äh, Rom angreifen, um Maxentius zu vertreiben. In der Zeit hat Konstantin sich jetzt ganz offen auf die Seite von Maximian und Maxentius gestellt. Ein Bündnis mit den beiden war natürlich durchaus riskant, weil er dadurch gegenüber Galerius all seinen Anspruch äh, verlieren würde. Und äh, die Bedingung war ganz interessant, äh, denn er wollte, dass auch Maximian ihn zum Augustus erhebt. Er war nicht zufrieden, mit nur Caesar zu sein, und so hat, August, äh, hat Maximian das auch tatsächlich ähm, ihm äh, entgegenkommend getan. Maximian selbst sollte allerdings der höhergestellte Augustus von den beiden sein. Das Ganze, dieser, dieses Bündnis, wurde dann noch besiegelt, wie das damals häufig so war, durch eine Hochzeit. Maximian kam nach Trier wo Konstantin gerade residierte oder überhaupt residierte und brachte seine Tochter Fausta mit. Fausta war die Tochter von Maximian und die Schwester des Maxentius und sie wurde jetzt die neue Frau von Konstantin. Ja, ähm, die neue Frau, denn Konstantin war zuvor bereits einmal verheiratet gewesen mit Minervina und Minervina hatte ihm bereits einen Sohn geboren, den Crispus. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt der zu dem Zeitpunkt war, aber Wiener war wohl äh, nach Ausweis einiger Quellen gestorben. Und äh, so hatte äh, Konstantin jetzt diese Gelegenheit, eine neue Frau zu heiraten und mit dieser Hochzeit sollte das Bündnis zwischen ihm und Maximian und Maxentius bekräftigt werden. Die Hochzeit fand in Trier statt und so sah die Situation jetzt aus, immer noch komplizierter. Wir hatten also jetzt mittlerweile fünf Augusti. Einer ganz regulär den Galerius, der zweite reguläre Severus war eingekerkert. Der war zwar offiziell Oberkaiser im Reich, aber war ein eingesperrter Gefangener. Und dann drei, die eigentlich irregulär jetzt Augusti waren, wie Maximian, Maxentius und Konstantin. Der hätte ja regulär Caesar sein können, aber hat sich jetzt mit diesen anderen beiden verbündet und äh, als einziger der nicht augustus war hatten wir maximin daja der im osten immer noch caesar war aber durchaus auch diese ambition schon hegte. galerius hat das natürlich jetzt äh, nicht mehr hingenommen und hat konstantin nicht mehr als rechtmäßigen kaiser angesehen. es gab jetzt also zwei fronten auf der einen seite galerius und maximin Daya, der severus war ja jetzt eigentlich außer gefecht gesetzt auf der anderen seite maximian und maxentius in rom und Konstantin und Galerius hat dafür gesorgt, dass im Osten der Konstantin auf den offiziellen Münzen nicht mehr abgebildet gewesen ist und zog jetzt selbst nach Rom. Was Severus nicht geschafft hatte, wollte Galerius tun. Er wollte Rom zurückgewinnen für das Reich und dort für Recht und Ordnung sorgen. Und als er in Rom ankam, war er völlig geschockt. Die Stadt war viel größer als er sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hätte, denn Galerius war, obwohl er Kaiser des römischen Reiches war, noch niemals in oder um Rom gewesen. Das allein zeigt, wie sehr die Kaiser sich eigentlich von Rom entfernt hatten. Sie waren ja oft an der Peripherie, an, der Grenzen, an den Grenzgebieten dort, wo die ähm, Soldaten stationiert waren, die meisten ja... Ähm, am Rhein und an der Donau. Wir hatten gesehen, die meisten Kaiser kamen aus dem Balkan. Viele von ihnen hatten niemals Italien betreten, geschweige denn äh, Rom gesehen. Und äh, als Galerius vor dieser ewigen Stadt stand, war er völlig außer sich und wusste gar nicht, wie er diese Stadt erobern sollte. Er drohte zwar martialisch, dass er die ganze Bevölkerung von Rom auslöschen würde, aber das hat äh, nicht viel gebracht. Stattdessen war es so, wie auch schon bei Severus, dass etliche Soldaten zu Maxentius übergingen. Und hätte er, also ähm, Galerius, nicht einen wirklich klugen Mann an seiner Seite gehabt, den Licinius, dann wären wahrscheinlich die meisten seiner Truppen äh, verloren gegangen. Aber dieser Licinius hat doch ein, die Mehrheit der Soldaten überzeugt, bei Galerius zu bleiben. Galerius musste abziehen, unverrichteter Dinge, hat dann aus lauter Rache und Wut äh, ganz Norditalien verwüstet. Und in Schutt und Asche gelegt. Auch das ist interessant für einen Kaiser, dass der sein eigenes Reich so in Mitleidenschaft gezogen hat. Und im Zuge dieser Belagerung entschied man sich in Rom auch, den bisher eingekerkerten Severus, den anderen regulären Augustus, einfach kurzerhand umzubringen. Dass Rom selbst im Zuge dieses Bürgerkrieges plötzlich in Gefahr geraten war, auch eine völlig neuartige Erfahrung. Etwas derartiges hatte man vielleicht das letzte Mal zur Zeit Hannibals vor Jahrhunderten erlebt. Am 5. November ergingen weitere Urteile, die wir hier einfach beispielhaft herausgreifen wollen. Man könnte Stunden wahrscheinlich erzählen, wüsste man alles, was geschehen ist damals im Osten des Reiches. An jenem 5. November 307 ergingen folgende Urteile. Ein Christ, wurde lebendig verbrannt. Drei Jugendliche wurden dazu verurteilt, als Gladiatoren kämpfen zu müssen. Ein Priester wurde den Tieren vorgeworfen, viele andere wurden in die Kupferminen geschickt, einige junge Männer wurden kastriert und drei Mädchen in ein Bordell abgeschoben. Man sieht daran, dass die Verfolgung der Christen sehr viele Facetten kannte. Und viele verschiedene Grausamkeiten angewandt wurden, um die Christen einzuschüchtern und zu terrorisieren. Wie gesagt, im Westen war all das schon vorbei. Aber gerade in Afrika, ähm, das ja auch zum Westen gehörte, war die Verfolgung zuvor sehr intensiv gewesen. Und auch hier gab es dasselbe Problem wie in Rom. Es hatte einige Christen gegeben, die schwach geworden waren, die... Äh, gefallen waren, die ihren Glauben aufgegeben hatten oder verleugnet hatten und die jetzt wieder Christen sein wollten. Und auch hier gab es jetzt zwei Gruppierungen, die einen, die bereit waren, diese gefallenen Christen wieder aufzunehmen in die Gemeinde und andere, die das überhaupt nicht gut fanden. Um 307, 308 gab es ein erstes Konzil, eine Zusammenkunft von verschiedenen Delegierten in Karthago, Delegierte der afrikanischen Kirchen, um diese Frage zu diskutieren. Eine Frage, die uns auch noch beschäftigen wird in dieser Serie. Die Bibel war bei diesem Thema eigentlich sehr klar. In Jakobus 5 heißt es und dort Vers 19 und 20, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Die Bibel macht deutlich, dass selbst wenn wir gefallen sind und wir Buße tun, es uns leid tut, wir Gott um Vergebung bitten, wir wieder zu ihm zurückkommen können. Denn die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Auf der anderen Seite macht die Bibel aber auch deutlich, dass das Ganze mit echter Reue einhergehen muss. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Vermutlich haben viele der Rigorosen Angst davor gehabt, dass jetzt Sünder in die Gemeinde der Kirche zurückkommen, ohne es wirklich bereut zu haben. Und so gab es dort verschiedene Sichtweisen, die jetzt eine echte Spannung heraufbeschworen. Galerius hat im Jahre 308 dann durchgesetzt, dass der schon längst abgedankte Diokletian wieder Konsul wurde. Und das hatte damit zu tun, dass Galerius merkte, er wird der ganzen Lage nicht her. Er hat sich an Diokletian gewandt um Rat, wen er denn als neuen Kaiser benennen sollte. Severus war ja tot. Übrigens starb in dieser Zeit am 16. Januar 308 auch der Bischof von Rom, der von Maxentius ins Exil geschickt worden war, Marcellus. Und damit war die Gemeinde in Rom wieder ohne Führung. Noch eine Geschichte aus der Verfolgung der Christen im Osten. Im Frühjahr 308 wurden 97 Christen dazu verurteilt. In die Minen geschickt zu werden. Und das an sich ist schon eine schlimme Sache, ähm, wenn man vielleicht auch gar nicht die Konstitution dazu hat, schwere Bergbauarbeit zu leisten. Aber man hat es diesen Christen noch so viel schwerer gemacht. Bevor sie dorthin geschickt wurden, wurden die Sehnen ihrer linken äh, Knöchel mit heißem Eisen zerstört, sodass sie nicht mehr richtig laufen konnten. Und dann wurde ihr rechtes Auge ausgestochen und die Augenhöhle mit Feuer versenkt. Und so wurden sie dann in die Minen gesandt. Kurze Zeit später wurden wiederum drei Jugendliche dort in Caesarea, das ist der Ort, wo wir diese Geschichten herkennen aus den Beschreibungen von Eusebius, drei Jugendliche zu Gladiatorenkämpfen verurteilt und viele andere Christen, die sich getroffen hatten, um die Bibel gemeinsam zu lesen und dabei ertappt worden waren, die verloren jetzt ihre Augen. Und ihre Füße. Und das sind, wie gesagt, nur Geschichten aus Caesarea. Hätten wir mehr Berichte aus anderen äh, Städten, wir würden immer und immer wieder dasselbe Bild finden. <laughs> Im April 308 sah es eigentlich so aus, als ob die Koalition von Maximian, Maxentius und Konstantin durchaus sich behaupten könnte, aber dann gab es interne Probleme und das lag an der Vater-Sohn-Beziehung zwischen Maximian und Maxentius. Maxentius hat ja den Vater zurückgeholt und fühlte sich dem Vater überlegen und das hat Maximian gar nicht gut aufgenommen. Er war neidisch auf seinen Sohn und wollte ihn öffentlich absetzen. Er hat dazu eine große Versammlung in Rom einberufen, hat erst einmal allgemein darüber gesprochen, wie schlimm alles steht und welche Missstände alles zu beseitigen sind, um dann zur Überraschung aller den Finger auf seinen eigenen Sohn zu richten und zu sagen, dieser Sohn, Maxentius, ist an allem schuld, er muss abgesetzt werden. Maxentius, hat äh, geahnt, dass das nicht gut für ihn ausgehen könnte, ist mit einem Sprung vom Podium in die Soldatenmenge äh, äh, dem Zorn des Maximian entflohen und konnte dann feststellen, dass die Soldaten viel mehr zu Maxentius hielten als zu Maximian. Das hat natürlich der Maximian gar nicht erwartet. Er musste jetzt wieder erwarten, fliehen und Maxentius saß noch fester im Sattel. In der Zeit, am 18. April, gerade zu der Zeit, als Maximian dann geflohen ist, hat Maxentius einen neuen Bischof, einen neuen Leiter der römischen Kirche wählen lassen. Immer noch waren die Christen gespalten. Diese Frage, wie man mit den sogenannten Lapsi, denen die gefallen waren, den Sündern in der Gemeinde umgehen sollte, spaltete die römische Kirche tief. Es gab zwei Vertreter. Einmal einen Eusebius, der war für die Moderaten, für diejenigen, die, äh, man, wo man die Sünder zurückgewähren äh, lassen wollte. Und es gab den Heraklius, der stand für die Rigorosen. Gewählt wurde Eusebius, aber das haben die Rigorosen ähm, nicht anerkannt, denn sie fürchteten um die Reinheit der Gemeinde. Und so gab es erneut, äh, gab es erneut Aufstände in Rom und Maxentius hat ziemlich entnervt beide, Eusebius und Heraklius. Heraklius verbannt. Der ähm, geflohene Maxentius kam nach Trier, wo er sich jetzt bei Konstantin aufhielt, ähm, der ja sein Schwiegersohn gewesen ist. Der Streit zwischen Vater und Sohn hatte aber noch andere unangenehme Folgen. In Nordafrika, wo die Kornkammer des Römischen Reiches war und das afrikanische getreide war lebensnotwendig für rom. dort war maximian sehr beliebt und als der sich mit maxentius verstritten hatte, <laughs> war man über den in nordafrika sehr verärgert und ähm, rief einen gegenkaiser aus, einen gewissen äh, domitius alexander, und somit hatten wir plötzlich wieder eine neue konstellation. jetzt gab es schon vier Augusti, die irregulär waren neben dem regulären Galerius, wobei Maxentius, Maximian und äh, Verzeihung Maximian, Konstantin und Alexander so mehr oder weniger zusammenhielten gegen Maxentius und diese vier wieder gemeinsam oder mehr oder weniger gemeinsam gegen Galerius. Zumindest wissen wir aus der Propaganda von Alexander, dass Konstantin ihn wohl anerkannt hatte. Noch eine Geschichte. Aus dem Osten. Am 25. Juli 308 wurden zwei junge Frauen, die Enata und die Valentina, öffentlich zerfleischt und lebendig verbrannt. Am selben Tag gab es einen Paulus, der geköpft wurde. Kurze Zeit später kamen 130 Christen aus Ägypten. In Caesarea an. Sie waren gekommen, um den Christen in Caesarea Mut zu, zu sprechen. Als sie ergriffen wurden, wurden sie allesamt verstümmelt und in die Verbannung geschickt. Danach nahm die Verfolgung für eine kurze Zeit, ungefähr ein Jahr, an Intensität etwas ab. Die Gefahr war allerdings allgegenwärtig. Im Sommer 308, war Galerius an der unteren Donau beschäftigt, über die Karpi zu siegen, von denen dann auch die Karpaten ihren Namen erhalten haben? Und der römische Bischof Eusebius, der ja gerade auch wieder ins Exil gesteckt worden war, starb im Oktober, am 21. Oktober, und damit war wiederum die Leitung der römischen Kirche unklar. Am 11. November kam es dann zu einer sehr wichtigen Zusammenkunft der sogenannten Kaiserkonferenz in Karnuntum im heutigen Ostösterreich, östlich von Wien, an der heutigen österreichisch- und äh, slowakischen Grenze. Man hat dort dem Diokletian, der anwesend war, angetragen, doch bitte wieder Kaiser zu werden, um dieses Chaos im Reich zu beenden. Und die Antwort von Diokletian ist legendär. Als man ihn wirklich bettelte und bat, doch wieder Augustus zu werden, sagte er: Kommt doch zu mir, zu meinem Alterssitz nach Salona und schaut euch mal den Kohl an, den ich dort anbaue. Das ist so ein wunderbarer, schöner Kohl. Wenn ihr diesen Kohl sehen würdet, würdet ihr niemals von mir verlangen, nochmal Kaiser werden zu wollen. Also, Diokletian wollte lieber Gemüsebauer sein als Kaiser im Römischen Reich. Und so musste man nach einer anderen Lösung Ausschau halten. Es war allerdings Diokletian, der jetzt noch einmal durchgriff. Unter anderem entschied er, dass Maximian, der ja 305 gemeinsam mit ihm abgedankt hatte, wohl auf Zwang von Diokletian, wieder gezwungen wurde, dass dieser Maximian jetzt wieder abdanken sollte. So gab es also einen schon mal weniger. Und da Maxentius überhaupt gar nicht anerkannt war, war die Frage, wer jetzt als zweiter Augustus eingesetzt werden würde. Konstantin machte sich Hoffnung, aber er wurde enttäuscht. Auch Maximin da machte sich Hoffnung, er war ja bisher immer loyal zu Galerius gewesen und hatte gehofft, jetzt aufsteigen zu können, aber auch er wurde enttäuscht. Stattdessen zauberte man einen anderen aus dem Hut nämlich Licinius. Jener Licinius, der dafür gesorgt hatte, dass Galerius vor Rom nicht seine gesamte Armee verloren hatte. Und Konstantin wurde auf dieser Konferenz zwar akzeptiert, aber wieder degradiert vom Augustus zum Caesar. Damit war er allerdings wieder ein regulärer Kaiser. Und nur Maxentius in Rom und der Alexander in Nordafrika, die beide miteinander auch noch äh, im Streit miteinander lagen, weil Alexander das Getreide von Rom fernhielt, nur die beiden waren jetzt noch irreguläre Kaiser in diesem System. Wer war eigentlich dieser Licinius? Licinius war wohl von bäuerlicher Abstammung aus Dakien, das heißt aus dem heutigen Rumänien. Er war ein Freund des Galerius, hatte ihn ja, wie gesagt, in Rom. Er begleitet war vorher auch botschafter in rom gewesen er war also gut geeignet dort im westen fuß zu fassen er kannte die verhältnisse er kannte auch rom und war genau der geeignete kandidat um möglicherweise doch das problem mit maxentius in rom lösen zu können was auch noch interessant ist an dieser kaiserkonferenz in carnuntum ist eine inschrift die man dort gefunden hat in der wir hier folgendes lesen können. Ganz oben finden wir dieses D und dann dieses S, dieses I und dieses M. Und das heißt Deo soli invicto mitrei, also dem Gott, sol invictus, sol invictus, dem Mitras. Und hier sehen wir, wie sehr diese nationale Sonnenreligion, dieser Sol Invictus, von dem wir letztes Mal schon gehört haben, mit dem persischen Mithras-Kult auch verbunden war. Interessanterweise haben hier alle anwesenden Kaiser, also auch Diokletian und Galerius, diesem Sonnengott gehuldigt. Wir haben ja gesehen, dass dieser Sonnengott römische Staatsreligion neben den anderen traditionellen Kulten gewesen ist. Maxentius hat sich jetzt zunächst einmal gegen diesen anderen, gegen Kaiser Alexander in Rom gewandt, weil der ihn sozusagen äh, an der Gurgel äh, hatte, weil er das Getreide zurückhielt. Äh, Maxentius hatte aber wenig Probleme, er sandte eine gut ähm, ausgebildete ähm, kleine Armee, feierte einen Triumph über diesen Alexander, der getötet wurde und äh, entsprechend... Gelang Nordafrika wieder in den Herrschaftsbereich von Maxentius und damit war Alexander jetzt aus dem Spiel. Wir hatten jetzt also vier reguläre Kaiser und nur noch Maxentius, der in Rom sich allen widersetzte und dort saß und irgendwie nicht dort vertrieben werden konnte. Übrigens hatte Galerius für die beiden etwas Grimmigen Maximin und Konstantin, die ja, beide gerne Augusti wären, noch den Extratitel Söhne der Augusti erfunden, damit sie sich etwas mehr emporgehoben ähm, fühlten. In Rom gab es dann einen Aufruhr gegen Maxentius. Er hatte nicht nur Freunde dort. Im Folge dessen wurde der Tempel der Fortuna angezündet und Maxentius war außer sich. Er hetzte die Prätorianer auf das Volk und 6000 römische. Einwohner kamen bei diesen Unruhen um. Entsprechend berichtet Eusebius über die Herrschaft des Maxentius in Rom. Maxentius, der sich in Rom die Herrschaft angeeignet hatte, gab sich anfänglich, um dem römischen Volk zu gefallen, und ihm zu schmeicheln, ganz so, als bekenne er unseren Glauben, also indem er ja die Christenverfolgung aufgegeben hatte. Und er befahl darum, seinen Untergebenen die Christenverfolgung einzustellen. So also heuchelte er Gottesfurcht und wollte entgegen den früheren Herrschern als gütig und sogar... Milde erscheinen, doch seine Taten entsprachen nicht den Hoffnungen, die man in ihn setzte. Er verfiel in jede Art von Frevel, ließ keine einzige gottlose und freche Tat unverübt und beging Ehebrüche und Schändungen aller Art. In solcher Weise fiel er nicht etwa kleine und unbekannte Leute an. Seine freche Begierde zielte vielmehr vorzüglich auf die berühmtesten Mitglieder des römischen Senats. Alle Bürger und Amtsträger, hoch und niedrig, fürchteten ihn sehr und litten schwer. Unter seiner grausamen Gewaltherrschaft, auch wenn sie sich ruhig verhielten und das bittere Sklavenlos geduldig trugen, gab es für sie doch kein Entrinnen vor der blutgierigen Rohheit des Tyrannen. Man wird sicherlich einiges davon abziehen müssen. Antike Geschichtsschreiber kannten immer nur Schwarz und Weiß. Aber eins ist ganz sicher: der Maxentius hat sich zunehmend auch innerhalb von Rom Feinde gemacht. Trotzdem war er in der Lage, noch einmal große Bauten dort anzustrengen. Etwas, was schon seit Jahrzehnten nicht mehr geschehen äh, ist. Und er war auch letztlich der letzte Kaiser der römischen Geschichte, der noch Großes dort hat bauen lassen. Wir kennen heute noch die Überreste der Maxentius Basilika auf dem Forum Romanum in Rom. In jener Zeit hat Konstantin eine Währungsreform durchgeführt, die sich als erstaunlich stabil erweisen sollte. Er hat die Goldmünzen in ihrem äh, Wert etwas reduziert von 6 Gramm Gold auf 4,5 Gramm Gold und nannte die neue Münze, von der wir hier ein Beispiel sehen, Solidus. Diese Münze erwies sich als so stabil, das noch Jahrhunderte später, noch im 10. Jahrhundert in Byzanz mit, solch mit solchen Solidi bezahlt worden ist. Und äh, diese Währungsreform hat einiges dazu beigetragen, die Wirtschaft im römischen Reich mit zu stabilisieren. Maximin Daya hat dann im Osten noch einmal die Verfolgung intensiviert. Er hat noch einmal darauf gedrungen, dass wirklich in allen Städten, alle Einwohner, egal ob Männer, Frauen oder Kinder, zu Opfern gezwungen werden. Notfalls sollten äh, kaputte Tempel wieder neu aufgebaut werden, damit solche Opferzwänge möglich sind. Er hat außerdem äh, beschlossen, dass alle Güter, die auf dem Markt verkauft werden sollten, mit Opferblut besprengt würden, sodass treue Christen, die so etwas nicht kaufen würden, was mit ähm, Blut von Opfern für die Götter besprengt worden ist, dass die gar nichts mehr kaufen konnten auf dem Markt. Wer in ein öffentliches Bad gehen wollte, die Römer waren ja bekannt und berühmt für ihre Thermen, der musste am Eingang erst einmal sich mit so einem Opferblut besprengen lassen, um auch die Christen von solchen Dingen fernzuhalten. Am 13. November 309 wurden an einem Tag drei Christen in Caesarea geköpft und Ennatas, das war eine junge Frau aus Kytopolis, wurde halbnackt ausgezogen und auf dem ganzen Markt von Caesarea geprügelt. Es folgte jetzt noch einmal eine enorm intensive, ja vielleicht die schlimmste Phase der Verfolgung überhaupt 310 war Konstantin wieder am Rhein beschäftigt und hat erneut dort gegen die Franken gekämpft hatte äh, ja sein kriegerisches äh, Image weiter gefördert am 10 Januar 310 und da sind wir wieder in Caesarea wurden sowohl ein gewisser Petrus als auch ein gewisser Asklepius verbrannt einen Monat später gab es einen Prozess gegen einen Pamphilus, der seit über zwei Jahren mit zwei Gefährten im Gefängnis gesessen hatte. Nicht alle wurden immer gleich sofort umgebracht. Manche saßen lange Zeit im Gefängnis, wurden immer und immer wieder gefoltert, immer und immer wieder dazu aufgefordert, doch endlich einmal den römischen Göttern zu opfern. Pamphylos und seine beiden Gefährten haben das immer und immer wieder abgelehnt, wurden immer und immer wieder gefoltert. Und als dann fünf ägyptische Christen dort in Caesarea eintrafen und dort vor Gericht gestellt worden sind, ergab sich auch die Gelegenheit für die Richter Pamphylos und diese beiden anderen Gefährten aus dem Gefängnis zu holen. Sie wurden zum Tode verurteilt und vier Mitglieder des Haushaltes von Pamphylos haben das Ganze beobachtet und waren Zeuge desselben und haben angesichts des Todes von Pamphylos ihr Mitleid bekundet. Vielleicht haben sie geweint, vielleicht haben sie Gesten gemacht, die deutlich gemacht haben, dass sie Sympathie und Mitgefühl hatten mit dem sterbenden Pamphylos. Das allein reichte aus, um sie ebenfalls an jenem Tag spontan hinzurichten. Anfang März wurden wieder zwei Christen, umgebracht, die einfach nur nach Caesarea gekommen waren, um dort andere Christen zu besuchen. Interessant ist, dass trotz all der Verfolgung die Christen nicht aufhörten, auch einander zu besuchen, auch insbesondere in die Städte zu reisen, wo es gerade besonders schlimm war, um den verfolgten Geschwistern im Glauben beizustehen. Das zeigt auch etwas von der Einstellung dieser Christen, von denen so viele, unzählige, in jenen Tagen zu Märtyrern wurden. Im März 310 ist Galerius dann schwer erkrankt. Man vermutet heute, dass er wahrscheinlich Krebs gehabt hat. Und das führte zur Frage, wer jetzt ähm, die Herrschaft im Osten sichern sollte. Ab dem 1. Mai begann die Armee auch Maximin Daya, der bis dahin immer nur Caesar gewesen war als Augustus zu bezeichnen. Das hat dem Galerius nicht so wirklich geschmeckt. Er hat es aber zögerlich akzeptiert. Der Maximin Dajan selbst war nicht so zögerlich. Hat das sofort gleich für sich in Anspruch genommen. Und das bedeutet natürlich nichts Gutes für die Christen dort in der Osthälfte des Reiches, dass dieser grausame Verfolger jetzt möglicherweise bald der wichtigste und größte Mann dort im Osten sein sollte und was seine Grausamkeit betraf, den ohnehin schon fanatischen Galerius fast noch übertraf. Die Situation war jetzt also die am 1. Mai 310, dass Galerius, Licinius und Maximinus Daja, reguläre Augusti waren, Galerius im Balkan, jetzt aber geschwächt Licinius, eigentlich für den Westen Maximin Daja jetzt auch im Osten und nur. Konstantin als Cäsar ganz im Westen, Maxentius nach wie vor als Usurpator in Rom, der dort immer noch aushielt. Licinius hatte am 27. Juni einen Sieg über die Sarmaten errungen und konnte sich jetzt eigentlich, so hatte er gedacht, auf seine Hauptaufgabe besinnen, nämlich gegen Rom zu ziehen. Aber daraus wurde ja nichts, weil der Galerius so schwer krank war. Er musste also jetzt erst einmal den Galerius dort auf dem Balkan, dort wo Galerius sein eigentliches Herrschaftsgebiet hatte, ersetzen und dort die Regierungsgeschäfte führen, hatte keine Zeit für Maxentius und das hat dem die Gelegenheit gegeben, sich noch mehr vorzubereiten auf die Entscheidungsschlacht um Rom, die ja zu erwarten war. Und dann, eine der vielleicht erstaunlichsten Details dieser ganzen mitunter ziemlich ähm, ja, komplexen Geschichte, ist, dass Maximian, dieses Stehaufmännchen, noch einmal die Gelegenheit ergriff, sich zum Kaiser zu machen. Er war jetzt ja zweimal gezwungen worden, abzudanken, aber der Schwiegervater von Konstantin konnte es einfach nicht lassen. Er war von seinem Schwiegersohn Konstantin in den Süden Frankreich, also in den Süden Galliens geschickt worden und als er dort in sicherer Entfernung von Konstantin angekommen war, in Arles, hat er sich dort kurzerhand zum Kaiser ausrufen lassen und behauptet, dass Konstantin tot sei. Fake News waren also auch schon damals ein Problem. Er hat einige Soldaten bestochen, ihm beizustehen und sich dann mit diesen Soldaten im heutigen Marseille festgesetzt. Konstantin war natürlich keineswegs tot und auch nicht gewillt, dieses Verhalten seines Schwiegervaters zu akzeptieren und hat sich auf den Weg gemacht, durch Gallien Richtung Süden, um gegen Maximian zu ziehen. Hat ihn dann auch sofort, ähm, ja, ähm, seiner Habhaft werden können. Die äh, Bewohner von Marseille hatten keine große Lust, sich äh, von Konstantin schlagen zu lassen, haben den Maximian ausgeliefert und Maximian wurde unter Hausarrest gestellt. Er durfte jetzt nicht mehr sein Haus verlassen und kurze Zeit später war er tot. Die offizielle Version, die von Konstantin verbreitet wurde, besagte, Maximian sei so unglücklich gewesen und habe sich der Gnade von Konstantin so unwürdig gefühlt, dass er freiwillig Selbstmord begangen habe. Das kann man... Zumindest in Zweifel ziehen. Wahrscheinlich werden wir die genaue Wahrheit nie erfahren, aber Maximian, der jetzt zum dritten Mal, wenn auch nur für kurze Zeit, Kaiser gewesen war, war jetzt tot. Konstantin war ein Meister der Propaganda. Das zeigte sich in jenen Wochen und Monaten ganz besonders. Er erfand nämlich eine Abstammung, die es wahrscheinlich so nie gegeben hatte. Am 25. Juli, ließ sein Lobredner am Hof verkünden, so wörtlich, weil es wahrscheinlich die meisten noch nicht wüssten, was für uns heute ein ziemlicher Hinweis darauf ist, dass man es auch nicht hätte wissen können, dass nämlich Konstantin in Wirklichkeit von dem berühmten Kaiser Claudius dem Zweiten, dem Gotikus Abstamme der hatte, das war der Vorgänger von Aurelian, unter dem Konstantins Vater als Leibwache gedient hatte. Der hatte 268 bis 270 in einer sehr kurzen, aber recht erfolgreichen Kaiserschaft die Westgermanen, also die Alamannen und die Goten entscheidend besiegt, weswegen er auch Gotigus genannt wurde und vertrieben. Hätte er länger gelebt, hätte er vielleicht schon eher das Römische Reich wieder äh, zusammengehalten und aus der Krise geführt, aber er war nur kurz an der Macht gewesen, aber durchaus berühmt aufgrund seiner Leistung und Konstantin behauptete, dass er auf entfernten Wegen von jenem berühmten Claudius abstamme. Es war auch in dieser Zeit, dass Konstantin die Assoziation mit der Gottheit wechselte. Wir hatten ja gesehen, er hatte sich vorher oft mit Mars abbilden lassen auf den Münzen. Jetzt wechselte er zu der Gottheit, die schon sein Vater Constantius Chlorus bevorzugt hatte, nämlich zu Sol Invictus. Sol Invictus war, wenn man ihn mit dem altrömischen Apollo identifizierte, was ja auch eine Sonnengottheit war, auch ein Schutzgott der Kultur. Und konnte durchaus auch mit dem alten Augustus, dem Octavian, dem ersten Kaiser in Verbindung gebracht werden. Und das zeigt auch so ein bisschen den propagandistischen Hintergedanken von Konstantin, jetzt sich immer mehr mit Sol Invictus abbilden zu lassen. Dem Ganzen lag aber eine möglicherweise sehr dramatische Erfahrung zugrunde. Als er gerade damit beschäftigt war, äh, dieses Problem mit Maximian, seinem Schwiegervater, zu lösen, hatte er auf dem Weg in Gallien eine seltsame Erscheinung. Man vermutet heute, zumindest eine ganze Reihe von Wissenschaftlern vermuten, dass er am Himmel ein besonderes Phänomen wahrgenommen hatte, eine sogenannte Pahelia, einen, einen Nebensonneneffekt, wo es so aussieht, als ob in der Sonne ein Kreuz ist und so Nebensonnen dann entstehen. Dieses Phänomen kennen wir, es tritt immer mal wieder auf, auch in unseren Breiten hier ein Bild aus Hessen, wo man es ein bisschen schwächer sieht. Das war natürlich etwas ganz Außergewöhnliches und die Hof Lobredner interpretierten dies als ein besonderes göttliches Zeichen, dass der Sonnengott Sol Invictus mit ihm sei. Hören wir die Worte, die direkt 200, äh, 310 in jenem Jahr an ihn gerichtet worden sind. Hier heißt es wörtlich: da brachen die Barbaren bei der unerwarteten Nachricht. Deiner Rückkehr wie vom Donner gerührt zusammen, damit dich nicht in deinem Gelöbnis und Wunsch für das Gemeinwesen mehr als die Sorge einer einzigen Nacht angerührt hätte. Einen Tag nachdem du aufgrund jener Nachricht die Strapaze einer doppelten Dagestrecke auf dich genommen hattest, hast du erfahren, dass sich alle Sturmfluten beruhigt hatten und die Ruhe, die du hinterlassen hattest, gänzlich zurückgekehrt war. Und wieso sage ich überhaupt, ich glaube, du hast ihn gesehen und hast dich in der Gestalt dessen wiedererkannt den die Herrschaft über die ganze Welt gebührt, wie es die göttlich inspirierten Lieder der Dichter sangen. Dies ist, wie ich meine, erst jetzt eingetreten. Da du wie jener jung, froh, heilbringend und strahlend schön bist, Imperator, halten wir fest, und das wird für die weitere Geschichte noch fundamental wichtig werden, im Jahre 310 sieht Konstantin irgendetwas am Himmel verbunden mit der Sonne, und die Hofexegeten und die Hoflobredner interpretieren das als einen, eine besondere Botschaft des Sonnengottes, des Apoll, des Sol Invictus, der ihm 30 Jahre Herrschaft zugesichert habe und ihn sozusagen zum besonderen Herrscher auserkoren hatte. Nichts an dieser Geschichte bis dahin im Jahre 310 hat irgendetwas mit dem Christentum zu tun. Es war eine heidnische Vision. Konstantin fühlte sich ab dem Zeitpunkt als der Kaiser der Sonne. Denn so dachte er, die Sonne, der Sol Invictus, der Sonnengott, habe ihn persönlich auserwählt und ihn zu seinem Günstling gemacht. Maxentius, obwohl er einen solchen Streit mit seinem Vater Maximian gehabt hatte, war doch nicht gewillt zu akzeptieren, dass sein Vater jetzt tot war. Und konnte auch nicht wirklich glauben, dass sein Vater sich einfach freiwillig selbst umgebracht habe. Er schwörte Rache für seinen Vater und das bedeutete natürlich Feindschaft mit Konstantin. Er hat jetzt sogar angefangen, wieder Münzen zu prägen, wo der verstorbene... Maximian abgebildet gewesen, gewesen ist. In, Im Osten vermeldete Maximin da ja einen Erfolg über die Perser, die Erweiterung der Ostgrenze und er verfolgte die Christen auf Schritt und Tritt immer noch. Ende 310 ging Konstantin ein weiteres Mal nach Britannien und im nächsten Jahr 311. War Galerius mittlerweile todkrank. Also wirklich todkrank. Und eine seiner letzten Aktionen überhaupt als Kaiser war, dass er im April einen Brief schrieb. Einen Brief, der oft als Edikt von Serdica bezeichnet wird, obwohl es sich überhaupt gar nicht um ein Edikt handelte, sondern um einen Brief an die Bewohner der Provinzen. Und in diesem Brief Verkündete er die Tolerierung des Christentums, sozusagen das Aufführen der Verfolgung. Den Text finden wir bei Lactanz in den Todesarten der Verfolger. Dort heißt es, Neben dem übrigen, was wir zum Wohle und Nutzen des Staates angeordnet hatten, wollten wir bislang alles gemäß den alten Gesetzen und der öffentlichen Ordnung der Römer verbessern und dafür sorgen, dass auch die Christen, die die Lehre ihrer Vorfahren verlassen hatten, zur Vernunft zurückkehrten. Die Römer waren extrem konservativ und alles, was neu war und das Alte über Bord warf, war ihnen suspekt. Und so begründet jetzt auch Galerus, warum er die Christen so brutal hat verfolgen lassen. Lesen wir weiter. Denn aus irgendeinem Grund hatte diese Christen ein solcher Eigenwille und eine solche Dummheit ergriffen, dass sie den Einrichtungen der Alten nicht mehr folgten, die möglicherweise ihre eigenen Vorfahren eingeführt hatten, sondern sich nach ihrem eigenen Willen und nach Belieben Gesetze gaben, um sie zu befolgen und in verschiedenen Gegenden verschiedene Völker zu einer Gemeinschaft zusammenbrachten. Hier sehen wir, wie selbst der Galerius zugeben musste, dass das Christentum ein internationales Phänomen war, das sehr gut strukturiert war. Als wir schließlich befohlen hatten, dass sie zu den Einrichtungen der Alten zurückkehren sollten, wurden viele von ihnen in Gerichtsprozesse verwickelt, viele wurden auch vertrieben. Das ist eine sehr euphemistische Darstellung. Und die meisten auf ihrem Vorsatz bestanden und wir sahen, dass sie weder den Göttern die angemessene Verehrung zukommen ließen, noch den Tod, noch den Gott der Christen verehrten, so haben wir es in unserer außerordentlichen Milde und beständigen Gewohnheit sämtlichen Menschen zu verzeihen, für notwendig gehalten, auch diesen unsere freimütigste Nachricht zu gewähren, damit sie wieder Christen seien und ihre Versammlungsstätten wieder aufbauen könnten, allerdings so, dass sie nichts gegen die öffentliche Ordnung unternehmen. Durch ein anderes Schreiben, aber werden wir den Gerichtsbeamten mitteilen, was sie zu beachten haben. Daher wird es unserer Nachsicht entsprechend die Pflicht der Christen sein, zu ihrem Gott, für unser Wohl, für das Wohl des Staates und für ihr eigenes zu beten, damit der Staat in jeder Hinsicht vor Schaden bewahrt bleibt und sie sicher in ihren Wohnungen leben können. Dieser Brief des Galerius war im Namen aller Kaiser formuliert, allerdings war er natürlich eigentlich nur noch für den Osten de facto äh, gültig, weil im Westen ja schon seit 306 die Verfolgung aufgehört hatte. Es war aber, das muss betont werden, kein eigentliches Edikt. Natürlich wurde es trotzdem, ähm, hatte es Autorität und sollte umgesetzt werden. Das Christentum war jetzt toleriert. Die Christen wurden freigelassen. Die Gefängnisse wurden gelehrt. Aber auch wie äh, damals schon bei Maxentius gab es keine Rückgabe der konfiszierten Güter. Das hatte bisher nur Konstantin getan. War jetzt diese dramatische und schlimme Verfolgung zu Ende? Maximin Daya sah das anders. Er begann sofort, diese Tolerierung wieder zu unterminieren und ließ, wo immer möglich, die Christen aus den Städten vertreiben. In der Offenbarung hatte es ja geheißen: Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Die Verfolgung hatte 300, 300 Diokletian und Galerius begonnen. Mittlerweile waren erst acht Jahre vergangen. Würde die Bibel recht behalten, dass es zehn Jahre Verfolgung sein würden? Zehn Jahre, in denen die Christen geprüft wurden, bis sie befreit werden würden von dieser Versuchung? Die Antwort auf diese Frage sehen wir in der nächsten Folge, wenn es heißt Die Wende. Wir werden sehen. Was aus der Verfolgung im Osten geworden ist. Wir werden sehen, wie Konstantin und Maxentius aufeinander prallen und wir werden sehen, wie ein entscheidender Schritt die Weltgeschichte für die nächsten Jahrhunderte prägen wird. Bis dahin, äh, alles Gute und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.